als letztes im Jahr kommen diese gutsten Pflanzen hier in die Erde. Süßkartoffeln. Habe ich die letzten Jahre immer gehabt. Mal mäßiger Erfolg, mal guter Erfolg. In diesem Jahr habe ich mir bei Hof Jebel Violette bestellt. Da bin ich mal gespannt. Das sind jetzt 4 Stück. 2 Stück habe ich schon hinten in einem anderen Kübel. Und die hier kommen jetzt in diese 2 Kübel, jeweils immer 2 Stück rein. Und dann schauen wir mal, was das wird. Eigentlich ist das immer eine Bank. Eigentlich funktionieren die immer wunderbar. Aber gibt ja auch mal so Jahre, da funktioniert das nicht. Wie bei Kartoffeln in diesem Jahr. Das ist übrigens echt ein Drama. Aber gut. So, gewurzelt haben sie schon schön. Sieht erstmal noch echt ein bisschen spärlich aus, oder? Aber die fangen zeitnah richtig schön an zu ranken. Hier geht es schon los. So, das war der erste Kübel. Die bleiben übrigens auch hier vorne im Garten. Kommen vorne auf den Rasen gestellt. Weil die mögen echt viel Sonne und Wärme. Und hinten im Garten ist erstens kein Platz. Und zweitens ist da nicht den ganzen Tag die Sonne. Und hier vorne ist wirklich von morgens bis abends schön Sonne. So. Da sind sie drin, meine Kleinen. Jetzt noch ein bisschen angießen. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Ich denke mal, die werden sich hier wohlfühlen. Und ob wir was ernten. Dazu müssen sie einfach dranbleiben. Bis gleich. Die Süßkartoffeln, ne? Haben wir ja nun vor ein paar Wochen gepflanzt. Und die hier im Bottich, die 2, die fangen schon echt kräftig an zu ranken und zu wachsen. Hat sich noch eine normale Kartoffel zugesellt, aber gut, dann lass wachsen. Aber die hier, die scheinen echt gut zu werden. Gucken wir doch mal vorne in den Bottichen, wie es da aussieht. Die hier vorne stehen dauerhaft in der Sonne, nicht wie die 2 da hinten. Die stehen ja eher einen halben Tag im Schatten. Die hier habe ich auch etwas später eingepflanzt. Und die fangen jetzt auch an, schön kräftig zu ranken. Was man mit denen auch machen kann, die Triebe nachher abnehmen, in Wasser stellen, kriegen die neue Wurzeln. Hat man für nächstes Jahr gleich neue Triebe. Vielleicht probiere ich das aus. Gucken wir mal zum anderen Bottich, was? Meine 2 Sorgenkinder. Werden irgendwie gelb. Alle beide. Obwohl die gleiche Erde wie die und wie die hinten im Bottich haben. Verstehe ich nicht. Aber sie fangen auch an zu wachsen. Was merkwürdig ist, hier krabbeln sehr viele Ameisen. Was aber gegen Ameise hilft, ist Kaffeesatz. Und den werde ich die Tage hier mal drauf werfen. Vielleicht hilft das dann auch den Süßkartoffeln. Wenn nicht, falls die jetzt eingehen sollten, haben wir ja immer noch 4 Stück. Sollte wohl eine gute Ernte werden, ne? Warten wir es einfach ein bisschen ab. Haben Sie eigentlich schon mal eine Blüte von einer Süßkartoffel gesehen? Nein? Kommen Sie mal her. Gucken Sie mal. Sind die nicht hübsch? Da. Das Traurige daran ist, die blühen nur einen einzigen Tag. Und dann sind die weg. Dabei sind sie so schön. Und auch die Pflanzen sind total kräftig. Ich bin ja gespannt, was da drunter ist. Wir gehen mal ganz schnell nach vorne gucken. Mal gucken, wie die aussehen. Bis gleich. Alles blüht, sogar hier. Da.
Hier zwischen, überall. Und was lustig ist, hier kommt eine Tomate zwischen raus. Wo die herkommt, weiß ich auch nicht. Aber auch hier, ganz kräftige Pflanzen, die ranken wie verrückt. Ich bin ja echt gespannt, ob das in diesen Kübeln und auch hinten funktioniert hat. Aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Bis mindestens Mitte Oktober. Und dann gucken wir mal unter. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ori? Ja? Darf ich? Was denn? Darf ich schon mal buddeln? Mach doch. Ja, aber eigentlich ist ja noch nicht so weit, ne? Ja, Sie sehen, ich bin ja schon ein bisschen neugierig, ne? Aber das Lustige ist, ich habe hier oben so 5 cm Platz gelassen zum Rand und so langsam hebt sich die ganze Erde hoch. Also da muss schon irgendwas drunter sein. Nur ich sehe nichts. Wir gehen mal vorne zum Pott, vielleicht kann ich da was sehen. Tja, hier genau das Gleiche. Versteckt unter den Cosmea allerdings, hebt sich die Erde auch. Ich bin nicht neugierig, aber ich würde schon gerne mal gucken. Aber geht noch nicht. Da sitzt übrigens gerade eine Heuschrecke. Ist Natur nicht was Schönes? So, wir gehen jetzt noch mal nach hinten zu dem großen Bottich. Damit wir auch die Heuschrecke hier nicht stören. Gucken da mal, was da los ist. Bis gleich hinten. Tja, und hier sieht es ganz mächtig aus. Ich buddel mal. Kann man nicht fühlen. Aber auch hier, ist ganz lustig, hier hebt sich das. Obwohl wir da ja, sage ich mal, im letzten Jahr Rasenschnitt und sowas mit reingemacht haben. Das Ganze hebt sich hoch. Also so ein bisschen habe ich ja Hoffnung, dass da echt was drunter ist, ne? Aber ein paar Wochen müssen wir noch warten. Wir haben jetzt Anfang September und sagen wir so Mitte Oktober. Mitte Oktober nehmen wir sie dann raus. Also warten wir noch ein bisschen mal und dann mal gucken, was kommt. Nicht wundern, ich komme. Also manchmal gibt es ja Momente, so wie heute, da muss ich alleine filmen. Flo ist krank. Passiert auch mal. Und das gerade heute zur Ernte der Süßkartoffel. Ja, ich bin ja mal gespannt, was drunter ist. Wir haben ja 3 Töpfe. Das ist einmal der hier, dann der da vorne und da hinten. Und alle 3 werden wir heute ernten. Dann werden wir mal gucken, wie viel da bei rumgekommen ist. Ob da überhaupt was bei rumgekommen ist. Diese hier, wie man sieht, haben schon Frost gekriegt. Also es hat schon wirklich einmal gefroren. Da kann ich auch keine Ableger nehmen, weil ich wollte ja von den Trieben Ableger nehmen. Aber ich sag mal so, wenn ich mir den hier angucke, ja, schade. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Es geht ja jetzt darum, was haben wir hier drin? So, und in jedem Topf sind 2 Süßkartoffelpflanzen. Ja, also wenn das alles ist in diesem Töpfchen, dann weiß ich ja nicht. Ja, immer. So, einmal kippen und da sehen wir zumindest schon mal, ah hier, da, ha. Aha, ja, so ein bisschen was, hier, da, hier, so ein bisschen was in diesem Bottich, oh, hat sich aber getan. Wenn wir mal gucken. Ha? Also wenn die Bildqualität heute nicht so prall ist, dann sei das bitte entschuldigt, weil, wie gesagt, Flo ist krank. Und ich muss das dann halt alles alleine filmen. Aber das kriegen wir ja schon hin. So. Ja, ich sag mal so. Kommt her hier. Für die ersten gar nicht schlecht, ne? Die bringe ich mal rein und dann sehen wir uns gleich am zweiten Bottich. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bis gleich. Das ist eine ganz schön schwierige Geschichte, kann ich Ihnen sagen.
wenn man so alleine filmen muss. Gut, es gibt ja genug YouTuber, die machen das die ganze Zeit selber. Aber Flo und ich haben uns da so dran gewöhnt, das immer zusammen zu machen, dass das für mich heute echt schwierig ist. So, kommen wir mal zu meinem zweiten Häufchen Elend, hätte ich beinahe gesagt. Weil ganz ehrlich, ich war ein wenig enttäuscht von der eben, dass da so wenig dran hängt. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass hier eventuell ein bisschen mehr drunter steckt. Ja, ich glaube schon. Wir kippen es mal aus. Hat ja eben auch funktioniert. So. Oh ja. Also das hier sieht schon deutlich besser aus. Das sehe ich jetzt schon. Hier habe ich eine gebrochen. Die sind zwar sehr schmal und dünn, aber tolle Farbe haben sie. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Also hier, das kann auch hier im Garten liegen bleiben, weil das wird ja eh unser Gemüse, Quatsch, unser Blumenbeet jetzt. Also von daher, ja, also ich sag mal so, wenn es jetzt nicht schon Herbst wäre, könnte man sie sogar noch liegen lassen. Hier, die ist doch schön. Ja, was sehr komisch ist, dass die alle so dünn sind. Also ich sag mal, die hier, wer will die essen? Hier, die. Ob das vielleicht doch hier dran liegt im Bottich? Aber ich habe die schon mal gemacht im Bottich und die sind eigentlich gut gewachsen damals. Naja, hier ist noch eine, da noch eine. Geht doch, ne? Die hier sieht auch richtig gut aus. Also hier sind überall welche zwischen. Länglich, zwar nicht so dick, aber sind halt genügend drinne. Und ich sag mal, dann koche ich sie halt so. Hier, die sieht ja witzig aus. Hier, da ist noch mehr. So. Also so ein bisschen ist da schon was bei rumgekommen jetzt. Die nehme ich jetzt gleich alle mit rein. Und dann schauen wir mal, wie viel Kilos, reden wir mal lieber von Gramm, das geworden sind. So, die Reste lasse ich liegen, weil wir haben ja noch so Wühlmäuse und sowas im Garten. Und da ich ein Netter bin, kriegen die auch immer was. So, wir gehen jetzt mal hinten zum großen Bottich. Die haben mehr Platz gehabt. Vielleicht ist da ein bisschen mehr. Ansonsten müssen wir mit dem leben, was drin ist, ne? So, bevor es jetzt der dritten Süßkartoffel an den Kragen geht, das ist die hier im Bottich, wo ich ehrlich gesagt von allen am meisten Hoffnung habe, geht es darum, erstmal Triebe für nächstes Jahr abzuschneiden. Das ist die einzige Pflanze übrigens, die steht hier unter dem Kirschbaum, die hat noch keinen Frost bekommen. So, und dementsprechend habe ich hier die Möglichkeit, nachdem ich sie von der Physalis, die hier zwischen gewachsen ist, noch befreie, mir da noch Ableger abzunehmen. Hier zum Beispiel, der ist schön. Zack. So, ich werde so 3-4 Stück werde ich abnehmen. Und die kommen dann erstmal zu Hause ins Wasser. Die habe ich doch eben auch noch eingesehen. Ich den jetzt mit abgeschnitten. Ja, wie gesagt, die kommen dann erstmal zu Hause ins Wasser. Und ich hoffe, dass sie unten dann Wurzeln kriegen. Kann man machen. Kann man aber auch, habe ich gelesen, aus der Pflanze selber, also aus den Knollen machen. Das probiere ich im nächsten Jahr aus. In diesem Jahr machen wir das mit Trieben. Und ja, ich hoffe, dass das klappt. Dann habe ich für nächstes Jahr gleich schon wieder neue Triebe bzw. neue Pflanzen. Die bringe ich jetzt erstmal rein und dann geht es gleich weiter. Hier, ausbuddeln meiner größten Hoffnung. Bis gleich. Nun ist soweit. Es geht auch der letzten Süßkartoffel im wahrsten Sinne des Wortes an den Kragen. Oder an die Wurzel, kann man sehen, wie man will. Hier ist aber
deutlich mehr drinne, also an Pflanzen. In den Bottichen hatte ich eine beziehungsweise zwei drinne. Hier sind es gleich drei, die man mittlerweile auch nicht mehr als einzelne Pflanzen erkennt. Aber die scheinen sich hier super wohlgefühlt zu haben, wie man sieht. Ja. Und die haben die Süßkartoffeln echt offensichtlich gut versteckt. Weil, aha, ja. Ich glaube, hier kann man von Süßkartoffeln reden, oder? Warten Sie. Ja, das nenne ich jetzt echt Süßkartoffeln. Hier ist noch eine. Da. Das ist ein Ast, den wollen wir nicht. Hier ist noch eine. Auch wieder so ein schmales Ding. Aber hier sind offensichtlich wirklich... Ja, hier ist wieder eine. Aber bei denen muss man hier vorsichtig sein. Hier, da. Weil... Na komm her hier. Die sind schön krumm. Weil die auch sehr schnell brechen. Und ich sag mal, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ich die noch ein bisschen länger hätte drinne gelassen, dass da ein bisschen noch was nachgewachsen wäre. Hier ist sie, hier direkt am Rand. Ja. Hier unten, ganz tief unten sind da auch noch welche drinne. Das ist ja lustig. Hier, oh Gott, nicht erschrecken. Süßkartoffel. Hier noch, naja, gut, Kartoffelchen. Da diese Tonne hier eh wegkommt, die soll halt auch mit rüber in den neuen Garten. Hier ist noch eine Kartoffel drin, eine richtige übrigens. Ich glaube, oh, jetzt ist gerade die Frage, was ernte ich mehr? Süßkartoffeln oder Kartoffeln? Hier ist noch eine Kartoffel. Ah, hier ist wieder eine Süßkartoffel. Zack. Hier. Also ich sag mal, hier in diesem Bottich scheinen die sich echt wohlgefühlt zu haben. Ich wollte gerade sagen, hier habe ich noch eine große. Es war ein Stein. So, was haben wir hier noch? Hier buddeln wir auch noch mal ein bisschen. Da, sag ich doch. Kartoffel. Also... Also hier unten ist noch eine. Die haben sich sehr tief nach unten gezogen, merke ich hier gerade. Wie ist das eigentlich bei Süßkartoffeln, wenn der Winter nicht so streng ist und die in der Erde bleiben? Wachsen die nächstes Jahr wieder oder gehen die ein? Also ich weiß hier nur, hier scheint jetzt auch alles raus zu sein. Vielleicht nochmal so die ein oder andere kleine, aber im Eigentlichen und überhaupt ist hier alles raus. Ja, ist gar nicht mal schlecht, ne? Die gehe ich jetzt mal abwaschen, alle Mann. Und dann wiege ich die nochmal. Und dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich sag mal so, für ein, zwei Mahlzeiten reicht's. Das ist sowieso eine Sorte gewesen, fällt mir gerade ein, die keine Knollen, sondern eher so längliche Kartoffeln bildet. Haben sie ja getan. Ja, wie gesagt, wir wiegen das mal aus, oder ich vielmehr. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Mit einem kleinen, aber feinen Berg Süßkartoffeln. Bis gleich. Geworden, ne? So. Süßkartoffeln. Nicht wundern. Der Korb ist größer, als die Ernte wirklich da ist. Also ich sag mal so,
Das hier ist die größte, die wir haben. Gibt dann zwar noch welche, die sind lang, aber auch nicht so dick. Aber egal. War auch eine besondere Sorte, eine Violette. Ich kann Ihnen die mal zeigen. Ja, so, da, von innen violett. Sind eher längliche Süßkartoffeln. Nächstes Jahr probiere ich die Sorte nochmal aus, dann im Freiland. Und dann gibt es noch die Orangen dazu. Das sind richtig diese Knollen, diese großen. Die möchte ich nächstes Jahr haben, aber wie gesagt, alles im Freiland, weil wie gesagt, wir bauen ja auch um. Wir sind schon mittendrin, darum sieht das im Moment, wenn Sie so hinter mir gucken, chaotisch aus. Also es ist im Moment für uns auch nicht so einfach, hier jetzt klarzukommen. Weil die Ernte muss noch rein. Hier, Pak Choi ist fertig, den können wir essen. Der Blumenkohl, der treibt schon schöne Köpfchen. Petersilie ist nochmal nachgewachsen, die können wir nochmal ernten. Die Himbeeren sind immer noch Paprika und. Also es ist noch eine ganze Menge. Aber ich schweife ab. Kommen wir mal wieder zurück zu unseren Süßkartoffeln. Ist ein tolles Gemüse, muss ich sagen. Wer es mag. Also ich mag das wirklich sehr gerne. Darum habe ich es auch angebaut. Wie gesagt, nächstes Jahr, es gibt, ich glaube, 3 oder 4 Sorten, die man hier in Deutschland kriegen kann. Nächstes Jahr probieren wir nochmal ein bisschen was aus. Ein paar neue Sorten, wie gesagt. Drüben im neuen Garten, da gibt es ja dann dieses Versuchsfeld. Mittlerweile bin ich bei 2 Versuchsfeldern. Flo wird sich freuen. Der weiß da noch nichts von. Nach dem Video weiß er's. Ja, wie gesagt, also Süßkartoffeln, schöne Sache. Werden wir uns jetzt schmecken lassen. Gibt es heute ein schönes Fischfilet zu. Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns treu. Und bleiben Sie dran. Das ist ganz wichtig, weil wie gesagt, jetzt geht es bald da drüben los. Haben wir geplant. Ob das nachher so funktioniert, weiß ich nicht. Den gesamten Dezember über sollen Sie jede Woche ein Video darüber kriegen, wie weit wir da drüben gekommen sind, was wir da drüben ja schon veranstaltet haben, weggerissen haben, Bäume weggesägt haben, Felder angelegt haben, Wege angelegt haben und. Aber das dann halt ab Dezember. Wie gesagt, Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns treu und probieren Sie auch mal aus. Wenn Sie noch nie Süßkartoffeln ausprobiert haben, einfach mal selber machen. Klappt definitiv. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.